begleitet mich heute zu Disney on Ice hier in Zürich. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem weiteren Event hier in Zürich, und zwar zu Disney on Ice. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe mein Ticket heute letztes Jahr gekauft, und heute ist der Tag der Tage. Ich war das letzte Mal vor einigen Jahren bei Disney on Ice. Das Video findet ihr hier auch auf YouTube. Und ich bin sehr gespannt auf die neue Show, was sie sich so einfallen lassen haben. Und ich habe mir extra die erste Reihe gebucht, damit ich ganz nah dran bin. Ja, wir gehen jetzt rein und schauen uns mal das Merchandise an, was es hier so zu trinken gibt, was es kostet. Und dann werde ich mir meinen Platz suchen. So, ich zeige euch jetzt das Merchandise, was hier zu kaufen gibt. Ihr seht die Preise, die in Schweizer Franken ausgelegt sind. Hier gibt es so Leuchtstäbe. Ein Mickey-Schwert, verschiedene Plüschtiere, jetzt auch die Prinzessinnen, die kosten 34. Und dann gibt es hier sonstige Figuren für 22. Dann gibt es hier noch T-Shirts für Kinder, keine Ahnung, so Frisbee, ein Cowboy-Hut für Kinder, verschiedenes Spielzeug. Es gibt auch so Leuchtdorn von Disney Eyes für 28. Hier seht ihr mal die Ohren, die es gibt mit Disney Eyes Logo. Die leuchten auch. Das Souvenirheft, das hole ich mir, glaube ich, für 12. Das ist okay. Hier gibt es hier nochmal Figuren. Da gibt es Merchandise. Es gibt auch noch ein Fließbling, also verschiedene Charaktere gibt es hier auch. Gehen wir mal weiter. Dann gibt es hier diese No Snow Cone Refills. Also so ein Becher mit. Ich habe das noch nie probiert. Das ist bunt. Das ist, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob das wirklich Eis ist. Ich habe das noch nie probiert, ob es wirklich schmeckt. Aber den Souvenirbecher bekommt man dann auch. Was es kostet, weiß ich. Ah, da vorne steht es. 17. Die verschiedenen Becher. Ja, das seht ihr da oben. Popcorn gibt es auch. Kostet 18 mit der Tasche und so eine kleine Krone. Mit Popcorn, glaube ich, mit Zuckerwatte, glaube ich, 20, so wie ich sehen kann. Es gibt auch eine Urlaubmütze für 18 mit Zuckerwatte. Es gibt auch eine Fotomöglichkeit hier. Ihr seht Mickey und Minnie. Und hier seht ihr, was es kostet. Ein Foto in einem Envelope, also in so einem Umschlag 16. Und in so einem Rahmen, der magnetisch ist, 22. Ja, muss ich jetzt nicht machen. So, glaube ich, darf man sich nicht hinstellen für ein Foto. Ja, was ich gerade sehe hier, die schreiben auch drauf, wo das Foto gemacht wurde. Jetzt hier in München, Deutschland. Also ich habe ein Getränk gekauft. Das hat jetzt 5,50 € gekostet, was ich vollkommen okay finde. Für Hallenpreise am Flughafen oder so zahle ich genauso viel. Und ich war beim anderen Konzert mal hier, da gab es nur so Plastikbecher für 6 Franken, wenn ich mich nicht schlecht erinnere. Also ich finde Flaschen sowieso viel besser. Und für 5,50 € ist es okay. Dann habe ich mir das Souvenirbuch geholt. Around the World, blätter mal kurz ein bisschen durch. Ich habe dann natürlich Bilder von der Show. Und ich finde das eigentlich eine ganz coole Erinnerung. The Lion King ist dabei. Aladdin, nicht Frozen. Und ja, Mickey Minnie natürlich auch. Das sind meistens so Bilder, es ist sehr wenig Text. Show. Deshalb möchte ich mich schon mal vorstellen. Mein Name ist Jotti. Und ich bin Selena. Heute tauchen wir ein in die zauberhafte Welt von 100 Jahren Disney. Und Jotti und ich führen euch dabei durch dieses Fotoprogramm. Nun zeigt uns aber erst einmal, wie ihr feiern könnt. Und wir zeigen es auf unserer Disney-Fan-Cam. Was? Eine Fan-Cam? Ja, Jotti, die Fan-Cam. Ach ja, stimmt. Diese magische Kamera ist nämlich mit dem Bildschirm da oben verbunden. Okay, Theresa, du weißt, was jetzt kommt. Ja, ich habe noch ganz schnell Popcorn. Meine Freundin Fernanda ist heute hier. Nein, stopp mal. Das kommt alles erst später. Die Zeit ist gekommen, unsere Tanzhüften zu schwingen und die Feier zu beginnen. Na klar, die Tanzhüften.
dafür stehen wir alle einmal zusammen auf, um uns richtig aufzuwärmen. Und wir recken uns und wir strecken uns und machen uns bereit zum Tanzen. Schau weiter nach oben auf dem Bildschirm. Wir machen die Musik lauter und starten die Party. World Entertainment's Disney on Ice beginnt in 3 Minuten. Habt ihr das gehört? Nur noch 3 Minuten! Mega, Theresa, ich freue mich. Okay, aber zuerst noch ein paar wichtige Hinweise.
und es ist ein Spiel. Du musst nur auf diese Taste drücken, um das Rad zu drehen. Das landet dann auf einem Hinweis für eine Geschichte. Oh, das klingt gut. Wollen wir vielleicht einen unserer Freunde hier im Saal das Rad drehen lassen? Ja, Manny. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Okay, fangen wir doch mit dieser Seite an. So, kann ich euren allerliebsten Applaus hören? Aber ich glaube, meine Seite kann das viel lauter. Hört euch mein Gott an! Okay, okay, Theresa. Aber warte. Schau mal. Wir dürfen diese Seite nicht ausschließen. Wer von euch möchte das Rad drehen? Das ist nicht irgendein Kanu. Das erinnert mich an eine ganz besondere Geschichte. Spürt ihr schon die Meeresbrise? Ah. Hey, Lindy, ich glaube, ich weiß, wo es jetzt lang geht. Oh ja, die Insel von Motunui, die Heimat von unserer nächsten Heldin. Na dann, auf drei sagen wir alle zusammen ihren Namen. Macht euch bereit. Eins, zwei, drei. Yeah.
in unsere Show. Also, der zweite Teil von Fantainment's Disney on Ice folgt gleich nach einer kurzen Pause. Hey, Mickey, ich habe das Mauspad geladen. Oh, super! Wir von euch ist bereit für weitere magische Momente und Abenteuer! Oh, das sieht toll aus! Oh! Ihr Mann sieht gut aus, Mickey! Hallo, Leute! Das ist ein Buch mit Zaubersprüchen! Das alles erinnert mich an etwas! Sie ist sehr talentiert und kompliziert.
So hat sie unabsichtlich den Fjord von Arendelle und die ganze Umgebung eingefroren. Ihre Schwester Anna ging raus in den Schneesturm und war überhaupt nicht richtig dafür angezogen. Noch nicht mal Handschuhe. Was sagt mir, du bist nicht oft in der Natur. Du hast hier nicht zufällig irgendwo eine andere junge Frau gesehen? Eine Königin vielleicht? Und verlobst dich gleich? Ja, wie auch immer. Ich wurde wütend und sie wurde auch wütend. Und dann hat sie mir den Rücken zugedreht. Auf einmal hatte ich ihren Handschuh in der Hand. Die Luft an. Du willst mir ernsthaft einreden? Du hast dich mit jemandem verlobt, den du eben erst kennengelernt hast? Ja, hab ich doch gesagt. Dieser Palast ist atemberaubend schön. Es tut mir so leid, was passiert ist. Hätte ich es gewusst, dann... Nein, nein, schon gut. Du musst dich nicht entschuldigen. Aber du solltest lieber wieder gehen. Bitte. Aber ich bin erst so kurz da. Leb wohl, Anna. Elsa, warte! Bitte schließ mich nicht mehr aus! Schlag die Tür nicht zu! Du musst dich nicht mehr entfernen, hör mir zu! Zum ersten Mal seit Ewigkeiten kann ich dich jetzt verstehen. Bitte glaube mir, wir werden es zusammen überstehen. Und sehr heftig. Die beiden Schwestern haben eine Menge durchgemacht, aber sorgt euch nicht. Am Ende gewinnt immer die Liebe. Anna hat sich für Elsa geopfert. Das war ein Akt wahrer Liebe, der sie schließlich gerettet hat. Hey! Wenn ihr mit jemandem hier seid, den ihr liebt, dann umarmt ihn jetzt. Habt ihr schon von meiner Familie gehört? Das dachte ich mir schon. Die unvergleichlichen Madrigals. Es gibt so vieles über meine Familie und das schöne Encanto zu erzählen. Seid ihr bereit? Na gut, in unserem Haus leben alte Jungs zusammen und unser Rhythmus klingt so unverwechselbar. Sollte. Mein Onkel Bruno. Nicht mal Bruno. Oh, hey, ich weiß. Das war schon immer die Regel. Ich glaube, seine Gabe macht alle ganz unruhig. Denn mein Onkel Bruno kann in die Zukunft sehen. Und vielleicht war nicht immer alle so begeistert von dem, was er sah. Er sagte, mein Fischte bald schon war er. Okay, ich gebe zu, dass das nicht schön ist, aber... Er sagt, ich werde dicken und sehen, was ich will. Du siehst doch ganz hübsch aus. Er sagte, stell dich auf eine Katze ein und was ist ich werde. Was ist das für ein Trick? Ich bin schon so gespannt. Mein schönster Tag ist heute. Es ist so schön, an diesem Ort mit euch allen zu feiern. Genau hier und genau jetzt. Oh, Niki, das finde ich auch. Das finden wir auch. Oh,
ich bin wieder zu Hause und habe tatsächlich die Ohren später noch angezogen. Auch wie bei letztes Jahr bei Disney Concert war es mir erstmal so ein bisschen unangenehm. Aber habe ich gesehen, da tragen auch noch andere Menschen Ohren und so. Genau. Ja, Disney on Ice. Was könnt ihr euch erstmal darunter vorstellen? Weil ich erinnere mich noch an die Reaktion unter meinem anderen Disney on Ice Video. Also, was Disney on Ice nicht hat, sind Live-Performer sozusagen. Also die ganze Musik, die ganzen Dialoge, die ganzen Songs werden abgespielt. Das heißt, die ganzen Eiskunstläufer, die bewegen nur ihren Mund. Und der ganze Text und die ganzen Songs werden halt abgespielt. Das muss euch bewusst sein, dass da nicht noch irgendwie ein Live-Orchester oder Live-Gesang ist. Weil die ganzen Tänzer und die ganzen Künstler international eingesetzt werden. Das heißt, in Disney on Ice ist ja weltweit unterwegs und da casten sie nicht extra Sänger für die jeweiligen Länder, sondern einfach ein neues Tonband. Genau. Ja, erstmal dazu, dass eure Erwartungen da nicht zu hoch sind. Dann werde ich auch noch die komplette Show hochladen. Das heißt, wenn ihr die komplette Show nochmal sehen möchtet mit allen Songs und die geht ungefähr so 1,5 Stunden, die lade ich nochmal separat hoch. Könnt ihr euch gerne dann nochmal anschauen, wenn es euch interessiert. Hier habt ihr nur kleine Ausschnitte gesehen. Was ich wirklich toll fand dieses Mal, waren die akrobatischen Aufführungen. Waren viel mehr als letztes Mal. Also soweit ich mich erinnern kann, fand ich richtig gut. Und auch mal was anderes. Welche Teile mir auch sehr besonders gefallen haben, war Frozen. Elsa geht halt leider immer noch, wenn sie rauskommt. Alle Kinder am Schreien und auch aus Olaf kam. Und auch Encanto hat mir, muss ich sagen, sehr gut gefallen. Es ging ja um Disney 100, die letzten 100 Jahre von Disney. Und das haben sie wirklich gut aufgegriffen, am Anfang mit Walt Disney. Und dann haben sie viele Prinzessinnen gehabt mit dem Lied, was jetzt irgendwie jedes Jahr auch bei der Princess Celebration gespielt wird. Dieses, weiß gar nicht, wie es gerade heißt, aber es wurde auch in Shanghai ja gespielt und so. Also es ist weltweit bekannt. Und ich fand auch das toll, dass so viele Prinzessinnen da waren und auch verschiedene Pixar-Charaktere wie Toy Story oder Findet Nemo. Also ja, ich fand es eine gelungene Show. Wie gesagt, geht ungefähr so 1,5 Stunden. Also die erste Akt geht 45 Minuten, dann sind 15 Minuten Pause und dann nochmal 45 Minuten. Ja, aber es ging schnell vorbei, muss ich sagen, hat mir echt gut gefallen und kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn es gerade in der Nähe ist oder wenn man ich glaube, die Kinder um mich herum haben es geliebt, als Mickey da, ich sehe ja öfter Mickey und einige andere Charaktere, aber ich glaube, für Kinder vor allem oder auch für Erwachsene, die Disney lieben und nicht die Möglichkeit haben, auch so oft ins Disneyland zu fahren und die Charaktere zu sehen, ist es auf jeden Fall toll, auch mal die Charaktere zu sehen. Aber wie gesagt, erwartet da kein Live-Orchester, aber ich fand die Eiskunstläufer und auch die Akrobaten, also das Akrobatische in der Luft, echt gelungen. Die Songs waren cool, auch die Charaktere und so, also hat mir echt gut gefallen. Und wenn ihr Disney on Ice besucht habt, war ja jetzt in vielen Städten, Zürich war jetzt der letzte Standort, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, und was ihr über Disney on Ice denkt, wenn ihr bei Disney on Ice wart, hat es euch auch gefallen, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ja, so viel war es das von mir. Wie gesagt, die Show lade ich nochmal komplett hoch, falls ihr Disney on Ice nicht sehen konntet, könnt ihr euch das einfach nochmal zu Hause anschauen und nochmal mit den Kindern nochmal in Erinnerung schwelgen oder so. Genau, weil ich weiß, dass meine letzte Disney on Ice Aufnahme auch sehr gut ankam bei euch. Und deswegen lade ich es auch nochmal komplett hoch. Ja, wann Disney on Ice das nächste Mal zu uns kommt, das weiß ich gar nicht. Aber ich bin gern gesehener Gast dort, also denke ich mal. Also ich bin gerne dort sozusagen und schaue mir das Spektakel gerne an. So viel von mir. Ich werde jetzt hier weiter mein Buch lesen. Aber anderes Thema. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.